Was hat der Hangar 7 mit der Lehrlingsausbildung zu tun? Hochwertige Technik und Top-Ausbildungen sind vereint, so begrüßt Sebastian Mannhardt, Geschäftsführer der Bildungsinitiative der VEM, die Gäste im Rahmen einer stimmungsvollen Feier. Eine gute Vorbereitung auf Prüfungssituationen in Form von Wettbewerben liefert wertvolle Informationen über den Ausbildungsstand und setzt ein hohes Ausbildungsniveau voraus, das in der Vorarlberger Industrie Tradition hat. Unter den Ehrengästen auch Kommerzialrat Egon Blum, welcher konkret auf die Qualitätssicherung der Lehrlingsausbildung hinweist. Nun, das, was wir hier in Vorarlberg machen, ist ganz was Einmaliges. Wir wollen nicht nur gut reden oder schön reden über Qualität der Ausbildung, sondern wir wollen auch einen Nachweis haben. Etwas Ähnliches wird ja jetzt auch österreichweit auch nach dem Vorarlberger Modell gemacht. Also wir sagen einfach, wenn die Qualität zur Mitte der Ausbildung stimmt, dann haben wir wohl einen guten Weg hinter uns und es ist sicher, dass wir auch gut abschließen können. Und was gibt es für Chancen für die Lehrlinge, die hier mit dabei sind? Nun, ich hätte für diese jungen Leute in dieser Branche mit der hohen Qualität überhaupt keine Bedenken, dass sie nicht ihren Weg machen werden. Die einen werden fachorientiert tätig sein, also gleich in den Betrieben bleiben, andere werden die Matura dazu machen, was ich auch nur begrüßen kann. Oder sie gehen weiter in Richtung Vorgesetztenposition, Fachakademie und. Auf jeden Fall werden die Leute dringend gebraucht und das ist auch eine Chance für jeden Einzelnen oder jede Einzelne. Wir haben ja Damen auch. Die permanent steigenden Lehrlingszahlen sind Signale, dass die Lehre mehr denn je ein absoluter Renner ist, so Stefan Gritsch. Also für uns in Vorarlberg und speziell bei Schelling sind die Lehrlingszahlen steigend. Wenn man es vergleicht mit dem Österreich-Durchschnitt, wo es leider rückgängig ist, kann man sagen, dass sich die Lehrlingsarbeit in Vorarlberg wirklich voll auszahlt und auch voll rechnet. Und wir können sagen, von unserer Seite her, wir bauen Lehrlinge auf, beziehungsweise halten das Niveau des Vorjahres und das ist sehr hohes Niveau. Wie sehen Sie den Stellenwert der Lehre in Unternehmen und in der Gesellschaft? Also ich glaube, dass die Lehre in Unternehmen die letzten Jahre sehr stark steigt, dass sie aber auch gesellschaftlich immer stärker an Know-how, stärker an Image gewinnt, weil durch diese duale Ausbildungssysteme auch der Lehrling zum späteren Zeitpunkt eine Chance bekommt, die Matura nachzuholen und mit dem Praxiswissen, das er sich angeeignet hat im Zuge der Lehrausbildung, plus einer Matura, die auch machen kann jetzt, sind das hervorragende Chancen in Unternehmen und ich glaube auch, dass es die Gesellschaft dementsprechend honoriert. Die Lehrlinge wurden begleitet von ihren Chefs oder Ausbildungsleitern, welche um die Wichtigkeit ihres Aufgabenbereichs wissen. Aufgabenbereiche sind sehr, sehr vielfältig. Es ist sehr viel Organisationsarbeit. Mit Ausbilder zu betreuen, die Lehrlinge zu betreuen, schauen, dass alles in geregelten Bahnen abläuft, Kontakt mit Wirtschaftskammer etc. Viel Organisation. Was sehen Sie den Zweck dahinter bei den Lehrlingswettbewerben? Lehrlingswettbewerb ist sehr, sehr wichtig für die jungen Leute. Es ist in der Halbzeit der Lehre ein Stand. Man sieht, wie man dran ist bei der Ausbildung, ob Mankos da sind, die noch behoben werden müssen. Es ist ein Messen untereinander, es ist ein Ehrgeiz dahinter, jeder will der Erste sein. Es bringt sehr, sehr viel gute Sachen mit sich. Sicher gut vorbereitet ist Sabrina Adami auf die Lehrabschlussprüfung, denn die Zwischenprüfung schaffte sie mit Auszeichnung. Tipptopp begeistert, also ich habe schwer daran gehofft, also dass das Resultat so wird und habe mich auch bemüht und es hat sich ausgezahlt. In welchem Bereich bist du tätig? Ich bin Konstrukteurin im zweiten Lehrjahr bei der Firma Alplein Hart und beschäftige mich mit dem Formenbau. Und wie siehst du deine Chancen nach der Lehre? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich bei der Firma Alpler bleiben darf. Und ja, also die Zukunftschancen sind natürlich auch in diesem Bereich groß und ja, würde mich freuen, wenn ich dort weiterarbeiten darf. Die Ergebnisse sind erfreulich und der Geschäftsführer der VEM, Sebastian Mannhardt, geht nochmals auf einige Eckdaten ein. Ja, heuer sind 351 Lehrlinge zu einem Lehrlingsleistungswettbewerb oder zur Zwischenprüfung angetreten
und 339 haben diesen positiv absolviert und 74 davon sogar mit sehr gutem Erfolg. Das heißt, wir haben heuer die besten Ergebnisse seit vielen, vielen Jahren gehabt. Dürfen wir vor allem für unsere österreichischen Zuseher einige Eckdaten der VEM hören? Die Wettbewerbe finden immer zum Ende des zweiten Lehrjahres statt und dienen in erster Linie einer Qualitätsüberprüfung der Ausbildung. Also ob Ausbildner, Ausbildungsunternehmen und Lehrlinge auf dem richtigen Weg in Richtung Lehrabschlussprüfung sind. Und zudem dienen sie als Basis für eine Förderung für das Ausbildungsunternehmen. Also ein positiv abgeschlossener Test gibt eine Förderung für das Unternehmen. Und dieses Konzept ist auch die Basis oder das Vorbild für die neu eingeführten Praxistests, die ab dem Herbst österreichweit durchgeführt werden und die auch als Basis für die Förderungsausschüttung dienen. Neben der Preisverleihung hielt das Rahmenprogramm für die Lehrlinge jede Menge Unterhaltung bereit, wie zum Beispiel Stefan Vögel aus seinem Programm Vogelfrei, der die Bauchmuskeln aktivieren ließ. Ja, der Frau Adelberger redet nicht gern. Es fängt bei den einfachsten Wörtern an. Nimm ein normales hochdeutsches Wort her, wie zum Beispiel Wiese, Weide, Heide, wo Frau Adelberger ist Bünd. Das Kochstudio Seidel sorgte für ein feines Buffet und die Gewinner konnten direkt bei der Feier die Rundflüge einlösen. Abheben im Sinne von der Lehre in der Vorarlberger Industrie. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vem.at.